Surendra Kohli wurde 1972 und Muninder Singh am 1. August 1957 in Indien geboren. Singh war ein millionenschwerer Kaufmann, während Kohli für ihn als Koch arbeitete. Die beiden lebten in einer kleinen Stadt mit etwa 25.000 Einwohnern. Auffällig viele Kinder wie auch einige Frauen verschwanden in den Jahren 2005 und 2006, was schließlich auch auf Druck der Bevölkerung zur Verhaftung der beiden Männer führte. Erst im Dezember 2007 fand man in der Kanalisation hinter Singhs Haus die ersten Opfer. Die Überreste von mindestens 31 Kindern wurden nach und nach geborgen. Gerüchte über Organhandel ließen sich jedoch nicht bestätigen. Während Kohli sich geständig für mehrere Morde zeigte, stritt Singh alles ab. Kohli gestand, 6 Kinder und eine Frau vergewaltigt und erwürgt zu haben, sie in seinem eigenen Badezimmer zerstückelt und anschließend auf dem Grundstück seines Chefs entsorgt zu haben. Am 12. Februar 2009 wurden die beiden Männer für den Tod eines 14-jährigen Mädchens für schuldig befunden und zum Tode verurteilt. Es kam jedoch zu weiteren Verfahren und Verurteilungen. Zu den Gerichtsterminen versammelten sich vor dem Gerichtsgebäude regelmäßig aufgebrachte Bürger und versuchten, die beiden Männer anzugreifen. Dabei wurde Singh einmal durch einen Faustschlag ohnmächtig. Am 10. September 2009 wurde das Urteil gegen Singh aufgehoben, da man ihm angeblich nichts zweifelsfrei nachweisen konnte. Surendra Kohli wurde vermutlich wie geplant am 13. September 2014 hingerichtet. Muninder Singh dagegen scheint wieder auf freiem Fuß zu sein. Die Berichte lassen darauf schließen, dass bei den Ermittlungen zahlreiche Fehler begangen wurden. Akten wurden nachträglich verändert, so wurden die Opferzahlen beispielsweise nachträglich verringert. Dazu kommt, dass Kohli keinen ordentlichen Rechtsbeistand gestellt bekam, obwohl das indische Strafrecht verlangt, dass ein Pflichtverteidiger angefordert wird, wenn der Angeklagte sich keinen Anwalt leisten kann. Für die Angehörigen der Opfer steht jedoch fest, dass der immense Reichtum und die zahlreichen Beziehungen Singhs zu seiner Freilassung führten.